Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports. Ich grinse, weil die Sonne ins Gesicht lacht. Ich zeige euch das mal. Ich befinde mich wieder da, wo ich beim letzten Vlog war. Also in einem schönen Bächle. Ja, ich war auch schon wieder komplett drin, weil das ist so geil gerade. Oh, herrlich. Mann, bis zu 30 Grad in der Sonne, ey. Das hätte man doch jetzt von dem September gar nicht erwartet. Mann. Aber das ist jetzt kein Vlog, sondern irgendwie ein, ich erzähle euch was, oder beziehungsweise wir unterhalten uns für ein paar Minuten über irgendwas, wo ich denke, ja, ich suche mir jetzt mal irgendwo eine geile Position und wie ihr sehen könnt, bin ich beim Friseur gewesen. Und um was geht's heute? Ich bin beim Friseur gewesen. Hat man schon, okay. Ja, ich habe heute, beziehungsweise gestern mit einem crazy lange im Teamspeak gesessen, habe ein bisschen viel Hazard Ops gezockt, einfach mal so, weil ich Bock drauf habe. Bei meiner Holzleitung im Moment ist es mir einfach nicht möglich, irgendwie überhaupt mal irgendwo zu streamen, weil, ja, Holzleitung. Danke Telekom, super klasse, versprochene 16.000, ich kriege nur 8, also die Hälfte, also hätte ich ja vorher mal meinen 6.000 bleiben können. Die hätte ich wenigstens gehabt. Was noch? Im Moment ist mir aufgefallen, dass sich Abonnenten verpisst haben und dass ich aber auch welche wieder gekriegt habe, an die die tapfer immer noch bei mir sind und sich auch mein Zeug angucken, auch wenn nicht alles sich angucken, was ich mache, sondern nur das, was denen gefällt, ist vollkommen in Ordnung. Bitte bleibt so. Ist vollkommen in Ordnung, aber lasst doch mal einen Kommentar, damit ich weiß, was ich ändern kann oder was ich verbessern könnte, damit euch das besser gefällt. Oder denke, okay, habe ich nicht dran gedacht, aber danke für den Tipp, weil sowas braucht man halt. Was noch? Die sich verpisst haben. Ja, Leute, und ihr traut trotzdem zwischendurch mal rein, weil ihr nichts verpassen wollt. Mann, ist doch mal erbärmlich. Entweder seid ihr meine Fans oder seid nicht meine Fans. So einfach ist das. Ein YouTuber ist nichts ohne seine Fans. Aber jetzt kommt das, wo ich, wäre eine komische Einleitung darüber, aber warum bin ich so, wie ich bin? Dass ich Sachen verabscheue, die mir nicht gefallen. Hat sie mir nicht gefallen, weil es scheiße ist. Guck es mir trotzdem an, weil ich irgendwo durch jemanden mitbekommen habe, dass man auch sich schlechtere Sachen angucken sollte, damit man sieht, was für Herzblut drin steckt, beziehungsweise die Art und Weise oder eher gesagt so das, was er sich vorgestellt hat im Let's Play. Das machen die wenigsten von euch. Die meisten von euch können das nicht. Da wird nur noch beobachtet, reingeguckt, die Scheiße gefällt mir nicht, Like nach unten. Ich weiß, dass ich gerade den hier mitten damit anspreche, der den Like nach unten, aber mich interessiert das nicht. Für mich ist das ein Aufruf von meiner Videos. Alles andere ist scheiße. Vielleicht bist du auch derjenige, wo ich nicht deine Sprache spreche. Ist mir auch egal. I cannot speak very good English. My is very good German. And I love it. Deutschland not good. But then I hear. Ich mache mal das, was ich auf YouTube mache. Ich bin froh, wenn ich irgendwann mal so ein bisschen mehr von euch erreiche mit meiner Art und Weise. Das ist mir wichtig. Ich habe Spaß beim Spielen. Ob ich jetzt das spiele, ob ich das spiele, ob ich jetzt einen Einzelplayer, meistens mache ich mehr Players. Ich habe so viele Koop-Let's Plays mit Mehrspielermodus. Sprich Half-Death, sprich The Kubus, Tabletop Racing. Dann habe ich Dead by Daylight oder Dead by Daylight, wie ihr es immer auch spricht. Rocket League. Habe ich was vergessen? Keine Ahnung. Fällt mir gleich ein, wenn ich es nicht brauche. Und Single Plays kommen erst, wenn ich einen gescheiten Rechner habe, weil damit dann auch die Grafik und so weiter, sonst freue ich das einfach nur geil, weil ich euch das geil rüberbringen will. Im Moment müsst ihr einfach das zufrieden geben, was ich gerade im Moment nur so grafisch mäßig machen kann. Im Moment habe ich gerade alte Spiele von früher laufen. Ich denke, Alter, Mensch, das war unsere alte Zeit, Kerl. Sowas müsst ihr mal schätzen und nicht immer das Neue gucken immer. Sagen, ey, guck mal, Retro-Games, geile Sache von früher, so, boah, will ich haben und so. Ne? Schreibt es mir in die Kommentare, sagt, was ihr gut fandet, sagt ihr, ob ihr Bock dran habt, dann mache ich mal eine Verlosung oder sowas. Dann versteigere ich die Spiele.
Das sind so, einige Spiele, die ich da als CD habe, wo ich denke, die kann man spielen mit Windows 7. Das geht kein Problem. Nur, ja, ich bin halt, wie ich bin. Und manchmal bin ich halt so, ich denke nicht. Ich rede und dann denke ich. Manchmal verkehrt, manchmal richtig, aber solche Leute soll es auch geben. Und bei mir ist es dann halt so, wenn ich manche Sachen mitkriege, ich denke nicht darüber nach, ich denke, das ist einfach nur Scheiße, das ist einfach nur Kacke und hier und da und so. Und dafür werde ich dann gekennzeichnet oder deabonniert von manchen Leuten, weil ich dann halt nur so handle. Was soll das? Ist das rassistisch oder was? Habe ich euch sonst in dem Punkt was getan? Außer wenn ich meine Meinung mal so in dem Punkt äußere, passt euch das dann wieder nicht? Dann denke ich, dann bin ich genau auf dem richtigen Pfad, dass ich so bleibe, wie ich bin. Aber mich nicht verstehen, nicht auf mich eingehen wollen und Hauptsache ihr seid dann halt das erste Rad am Wagen. Nö, das ist fucking asshole. Sowas funktioniert bei mir nicht. Entweder ist man für mich oder gegen mich. So, wenn man mir gegen mich ist, so, dann geht es mir Buckel runterrutschen und dann ist gut. Deswegen sitze ich heute hier unten und erzähle euch das mal, weil einfach mal euch sagen will, wie ich bin, was ich mache, was ich tue. Weil sonst auf meiner Videobeschreibung das auf YouTube nicht drin ist. Und ich bin 34, arbeite für eine Security-Firma. Was mache ich noch? Ja, mache das. Mein YouTube ist einfach zum Hobby, weil ich Spaß dran habe. Und ich habe schon Real Life, ich habe Unboxings und ich habe Let's Plays und all möglichen, was ich festgestellt habe, dass bei euch die Unboxings und das besser rüberkommen. Aber ich bin alleine, Gott verdammt. Ich hätte ja auch gerne mal lieber einen dabei, mit dem ich mal ein bisschen was mehr zusammen machen kann. Gibt's nicht. Beim Nerfy habe ich das gedacht, weil Nerfy früher einer der auch so Verrückten wie ich war. Digga, ich mag dich, ich liebe dich immer noch, ohne Scheiß. Auch wenn du mich deabonniert hast und deine Art und Weise, die im Moment ist, die ist scheiße. Ich mag dich nicht. Das bist nicht du. Und du sagst mir auch nicht, warum du so bist. Das ist das Problem. Deswegen verstehe ich nicht, wie du bist. Deswegen kannst du mir auch mal Arsch lecken. Du musst dich nicht wundern, wenn das dann ankommt. Kann ich nichts für. John zum Beispiel. Ich weiß. Der lacht drüber. Der sagt halt, jeder soll sein eigenes Ding machen, aber soll glücklich dabei sein. Ja, sehe ich genauso. Jeder sucht sich halt das aus, was er meint, was er kann, was er tut und was er ist. Aber soll dann auch die Leute respektieren, die was anderes machen. Und sollte, wenn er urteilen sollte, will, soll er sich damit erstmal mit dem Problem auseinandersetzen und das erstmal verstehen. Und nicht einfach sagen, ja, weil ich dann so, dann und wenn nicht, dann leck mich am Arsch. Es ist nicht, weil ich sage, wenn das nicht so läuft, wie ich das will, ist das Kacke. Ich sage nur, wenn das so ist, dann ist das, weil ich das euch, euretwegen will, weil mir das einfach Spaß macht, euch das so wiederzugeben und sagen, zwei Mini-Forellen, und dass ihr davon sagt, dass das für euch zugute kommt. Das ist ja ein bisschen Qualität abliefern und nicht einfach nur 15 Scheiß und Dreck. Also, ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wäre sehr froh, wenn viele von euch, die dieses Video jetzt geliked und gesehen haben, vielleicht auch geteilt sogar, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, was euch wichtig ist, was ihr darüber denkt, dass ich sehe, was euch gefallen hat. Dann mache ich auch definitiv ein Antwortvideo darauf, wer was wie sieht, wer was wie meint. Und versuche in dem Punkt dann auch mein Feedback oder mein Statement damit abzugeben und sage, okay, ich versuche es. Es klappt wahrscheinlich nicht sofort. Ich muss mich irgendwo ein bisschen ändern. Aber ich werde es machen und ich werde es tun. Und das habe ich auf jeden Fall vor. Weil ihr seid YouTube. Nicht, macht dein Ding. Mein Ding mache ich sowieso. Das mache ich schon seit Jahren. Und wenn ich mir jetzt einen keule, geht euch nichts an. Ich habe ja keine Frau. Brauche ich nicht. Wofür? Da habe ich nur Stress, muss ich Geld dafür ausgeben. Wenn sie aber irgendwo eine bereit erklären sollte, hör mal, schreib es in die Kommentare. Mal gucken. Handynummer gibt es später. Schreiben wir erstmal. Auch kein Problem. So, aber an dem Punkt her würde ich sagen, schreib es in die Kommentare. Alles andere wird sich finden lassen. Und ich wäre sehr froh darüber, wenn sich einer von euch sagen, immer, das gefällt mir, das ist geil. Und ein Antwortvideo gibt es auf jeden Fall. Schreibt was Gescheites, schreibt was Cooles rein. Seid alle gegrüßt, die ihr da seid, und damit soll das Video auch zu Ende sein. Denke ich mal, reicht eigentlich. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Spaß. Kalten Wasser, genießen, check out, Alter. Euer Videos, check out the drums und peace, eure Asche. Haut rein. Ciao mit V. X. Hallo Freunde des geilen YouTube Sports. Grüßt euch euer Videos. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da. Für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben und
Falls für mehr, dann einfach unten mal den roten Button klicken. Und für alles andere bin ich offen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eurer Virus Visions. Also, ciao mit V.